hiermit ein herzliches Willkommen beim Tuxer. So, und hiermit ein herzliches Willkommen beim Tuxer. Ja, in dem Video geht es um Maniac Mansion, um den nächsten Teil. Dazu wechsle ich mal in den klassischen Modus. Zack, einmal resettet. Und jetzt muss ich noch die richtige Diskette mounten. Das geht über Medienzugriff. In dem Fall Top-Spiele. Und dann mounte ich mal die Cartbridge von Maniac Mansion. Das geht dann ruckzuck. Und sobald der Maniac Mansion gestartet ist, kann ich dann über einen weiteren Button, genau, über Laden, kann ich dann meinen letzten Save Point starten. Das wäre jetzt hier. Ich hab hier sogar zwei, aber es sind beides die gleichen. Sieht man schon eine Uhrzeit, 28 Minuten 43 und 28 Minuten 55. Ich nehme mal die 28 Minuten 43 und lade den letzten mir bekannten Spielstand. So, jetzt muss ich erstmal kurz gucken, wo ich jetzt hier bin. Also, Wendy hat jetzt die Kassette mit Musik aufgenommen. Und ich überlege gerade, ob das richtig ist. Ich wechsle mal eben rüber zu Dave. Genau, und ich hole mir erstmal die eine Schallplatte. Ich hoffe mal, da komme ich jetzt hin. Ah ja, gut, ich kann erstmal die Räume hier abchecken. Genau, das könnte ich eben nochmal machen. Ich gehe jetzt hier hinein. Ich weiß gar nicht mal so genau, was jetzt hier drin ist. Ist hier der Kraftomat drin? Ach, das Spielautomat. Ah ja. Genau, hier kann man hinterher auch noch irgendwie eine Runde zocken. Genau, Meteormess. Dazu brauche ich aber erstmal ein paar Münzen. Ja, hier, eigentlich kann ich jetzt hier viel nicht machen. Noch nicht. Ja, dann gehen wir mal nach oben. Und wen haben wir hier? Da müsste auch jemand sein, ne? Das ist Tentakel. Ja, das müssen wir jetzt erstmal füttern. Sonst kommen wir nämlich nicht dran vorbei. Unser Tentakel ist ganz schön hungrig. So, fangen wir mal mit der zerbrochenen Flasche Ketchup an. An Green Tentakel. Danke, noch mehr essen. Gebe. Gebe, gebe, gebe. Was kann er denn noch? Können wir noch geben? Kopfsalat. An Green Tentakel. Gut, noch mehr essen. Ja, so ein Tentakel ist ganz schön hungrig. Gebe alten zerbrochenen Truthahn. Jawohl. Verrotteten Truthahn. Was habe ich denn jetzt gelesen? Danke, noch mehr Essen. Einwöchiger Braten, okay. Wolltest du auch bekommen? Noch mehr Essen. Gebe in den Käse nicht. Damit will ich gleich den, wie heißt der, Ed bestechen. Was haben wir noch? Tentakelfutter, ja, für irgendwas muss das ja gut sein, ne? So, jetzt müsstest du doch mal langsam satt sein. Danke, noch mehr Essen. Ja, klar, Konserven, da kommen auch noch im Angebot. Eine Konserve, zack, bitteschön. Noch mehr Essen, jawohl. Was haben wir noch? Schüssel mit, was ist das? Mit Wachsfrüchten. Ah, ich glaube, wenn man die sogar zuerst gibt, dann ist er sofort satt, meine ich.
Wenn ich noch richtig in Erinnerung habe, genau. Wow, mein Lieblingsgericht, das war gut. Und jetzt ist er bestimmt durstig. Ich bin durstig. Und nach so viel Ungesunden gibt es natürlich etwas Gesundes. Und zwar die Fruchtsäfte. Daran erinnere ich mich auch noch. An Green Tentakel, Dankeschön. Ja, und ab nu sind wir die besten Freunde. Wie gesagt, es gibt zwei Tentakel. Einmal das Grün, das andere war, weiß nicht, so rosa, rötlich. Und das ist nicht ganz so nett. Das verhaftet einen immer. So, am besten hier auf Was ist klicken. Weil irgendwo ist hier so eine Lampe. Vergrößerung. Da, rote Lampe. Na, bleib auf rote Lampe. Ah, der soll nicht bei rote Lampe bleiben. Ja. So, und dann sage ich ihm ein. Rote Lampe. So, was können wir hier machen? Können wir die öffnen? Mal testen. Öffne. Abgeschlossen. Okay, dann brauchen wir einen Schlüssel. Und dann brauchen wir noch so Entwicklerflüssigkeit, meine ich. Die haben wir noch nicht. Und ich glaube, das kann auch nur die der Fotograf kann das, glaube ich, auch nur entwickeln. Dieser Michael, meine ich, heißt der. Ich weiß nicht, ob die anderen das auch können. So, kurz überlegen. Ich glaube, hier kann ich rein. Öffne Tür. Ja gut, zur Not komme ich einmal ins Verlies, weil hier irgendwo sind auch die Räumlichkeiten der Bewohner. Genau, hier, das ist ja nicht so eine Münze. Gar nicht so einfach hier, das zu treffen mit dem Joystick. Ja, was kann man noch machen? Man kann hier noch eine Runde lesen. Lesefahndungsanzeige. Gesucht wegen grauenhafter Gewalttaten. Ein mörderischer, schleimiger Meteor. Rufen Sie an. 1138. Ah, genau. Da muss man hier die Radioröhre reinsetzen. Und dann kann man das Funkgerät bedienen und dementsprechend die Meteorpolizei rufen. Aber das kann nur Bernhard. Und Bernhard haben wir nicht, den Physiker. Deswegen müssen wir eine andere Lösung finden. Ah, diese Boxen. Diese Boxen. Cool, ne? Genau, jetzt kommt das Tentakel. Oh, ich bin so deprimiert. Mein Event wird niemals Erfolg haben. Mein Leben ist so sinnlos. Ich werde es niemals zu etwas bringen. Selbst das Essen hat mir nicht geholfen. Ja, dann ist es wieder weg. Genau, und dann, man könnte jetzt die Musik ihm geben. Ja, und dann freut er sich darüber, dass es vielleicht doch etwas mit seiner Karriere wird. So, die Schallplatte brauchen wir erstmal. Weil ich möchte nämlich den Schlüssel vom Kronleuchter haben. Den natürlich auch. Na. Boah, ist das mit diesem Joystick, das ist ein bisschen blöd gemacht. Das ist gar nicht so einfach. Die Steuerung hier. Nimm, wo haben wir Nimm? Da haben wir Nimm. Ja, dann können wir eigentlich auch wieder runtergehen. Jetzt überlege ich, wie ich jetzt weitergehe. Ob ich wieder zurückgehe. Ich glaube, ich gehe erstmal zurück und mache das mit der Schallplatte. Genau.
Genau. Und dann gehe ich nochmal hoch und schaue mir die anderen Räumlichkeiten an. Das wäre jetzt so mein Plan. Einmal ins Musikzimmer. Die Schallplatte aufnehmen. Wenn das hoffentlich noch geht, weil auf der Kassette habe ich ja jetzt die Musik aufgenommen. Nicht, dass er da jetzt das nicht mehr machen möchte. Ja, und das gehört auch zu meiner Mensen, dieses viele Hin- und Herlaufen. Vor allem, wenn man auch nicht genau weiß, wie man am besten vorgeht. Und dadurch wird das Spiel natürlich auch dementsprechend länger. Genau. Hier rechts wäre das Musikzimmer. Hier soll es eigentlich in die Tür gehen. In etwa hier rein. So, jetzt sagen wir ihm benutze. Wo haben wir benutze? Benutze Schallplatte an Grammophon. Und jetzt benutze. An die Kassette hatte die Wendy. Dann switchen wir mal eben rüber mit zu Wendy. An die Razer heißt hier. Razer. So. So. Dann sagen wir ihm. Benutze Kassette in Kassettenrekorder. Jetzt sagen wir ihm ein. Grammophon. Oh, es gibt jetzt einen schönen grellen Sound. Ein Kassette. Ja, die Aufnahme läuft. Ich glaube, das reicht schon. Jetzt können wir, glaube ich, schon wieder hergehen und sagen, aus. Aus. Kassette. Aufnahme gestoppt. Gut. Und nimm Kassette. Gut. Gut, gut, gut. Und jetzt. Genau, jetzt machen wir erstmal das Grammophon wieder aus. Und das Piepsgeräusch ist dann jetzt nicht so sexy. Genau, dann könnte ich jetzt den kleinen Schlüssel holen. Ich meine, heißt kleinen Schlüssel, auch wenn dieser Schlüssel, der am Kronleuchter ist. Weiß nicht so genau, wie das heißt. Ah, die Türklinge. Jetzt muss ich. Muss ich schnell rüber switchen, mir das Paket klauen, nimm Paket, meins. Sie ist nicht gestempelt. Was machst du denn? Oh, ich hätte mich, ich hab dich. In das Verlies mit dir. Okay. Das ist jetzt natürlich ein bisschen dumm gelaufen. Das ist dumm gelaufen. Dumm, dass du nicht auf meiner Seite bist. Gut, das können wir vielleicht noch ändern. So ein bisschen bestechlich ist ja der Kollege. Nimm Briefmarke. Ja, du sollst nicht die Briefmarke nehmen, sondern nimm. Das ganze Paket. Ah. Gut. Aber irgendwas war auch mit der Briefmarke. Ich überlege gerade. Das habe ich jetzt gar nicht mehr auf dem Schirm. Komm, geh mal schnell rein und lass dich auch verhaften. Weil zu zweit kommt ihr nämlich wieder raus. Nee, jetzt geht er gar nicht mehr raus.
Wo ist denn der Ad? Wie machen wir das denn jetzt? Wir klingeln einfach. Dann kommt der Ad nochmal raus. Hoffentlich. Meine ganze Verhafterei hat er bestimmt vergessen, dass sein Paket da jetzt kommt. Ein Klingel. Irgendwo ist ja hier eine Klingel, ne? Türklingel. Oder benutze. Drücke. Ja, das hat wohl schon mal funktioniert. Schon wieder? Ich könnte natürlich auch jetzt hochlaufen in sein Zimmer. So, lass uns erstmal eine Runde verhaften. Genau, jetzt switche ich rüber zu Dave. Aber Dave ist zu weit unten, ne? Das schaffe ich nicht. Wir warten mal eben ab, bis ich verhaftet bin. Ja, jetzt bin ich gleich verhaftet. Dieses Grinsen von dem Kerl, einmalig. Und der XXL-Kopf. Ich hab dich in das Verlies mit dir. Jawoll, da wollte ich doch auch hin. Dumm, dass du nicht auf meiner Seite bist. Zack. So, jetzt switchen wir mal zu Wendy. Was hat sie? Paket und Briefmarken. Ja, ist gut, das kann, glaube ich, erstmal bei ihr bleiben. Nee, das Paket nicht, die Briefmarken können, glaube ich, bei ihr bleiben. Okay, dann sagen wir, gebe Paket an Razor. Zack, ein Teil weniger. Und jetzt drücke ja, wo ist er denn? Hier war doch, meine ich, irgendwo. Gehen wir mal auf, was ist. Nicht was. Was ist? Hey, wo ist denn der lose Ziegelstein? So, jetzt aber drücke losen Ziegelstein und schnell umswitchen. Oh, glaube ich, muss man schnell sein. Hä, wieso geht das nicht? Hallo? Drücke. Also muss jetzt hier ganz schnell mit den F-Tasten den Charakter wechseln, wenn man überhaupt eine Chance hat, rauszukommen. Ja, weil die Tür nämlich nur ein paar Sekunden auf ist. Ach stimmt, hier ist ja ganz dunkel. Genau, die Kassette hat sie ja. Jetzt gehen wir erstmal ganz bis zum Ende. Tap, tap, tap. Dann gehe ich nochmal auf was ist. Mach mal hier Licht an. Die war, glaube ich, irgendwo ein Lichtschalter. Kamin, Reaktor, Lichtschalter. Ein Lichtschalter. Ja, wir gehen erstmal jetzt in den in das Wohnzimmer, nennen wir es mal. Genau, und spielen die Kassette ab. Jetzt benutze. Benutze Kassette in
das ist ein Spieler. Und jetzt sagen wir ihn ein. Kassettenrekorder. Oder Kassettenspieler. Das müssen wir gleich mal klack, klack, klack machen. Und schon habe ich den Schlüssel. Alter, rostiger Schlüssel. Ja, okay, so heißt er. Nimm ihn. Ich glaube, wir können das Geräusch mal abstellen. Das ist ja nicht so prickelnd. Und die Kassette nehmen wir jetzt nochmal mit. Hä, hallo? Achso. Ja, muss ich schon pixelgenau die Kassette treffen. Da. Nimm Kassette. Ja, nehmen wäre schon besser. Ja, dann gehen wir jetzt nochmal im Musikzimmer. Nehmen jetzt nochmal ihre schöne Musik auf. Ich hoffe, das geht noch. Aber eigentlich müsste das ja nochmal gehen, ne? Und dann gehen wir den Tentakel mal. Die Musik. Und bestechen es schon mal so ein bisschen. Das kann doch nicht schaden. Genau, und jetzt nochmal benutze Kassette in Kassettenrekorder ein Kassettenrekorder. Ja, Aufnahme läuft. Benutze ja, jetzt spielt sie wieder ihr wunderschönes Lied. Ah, ein Schluck Kaffee ist immer gut. Sehr gut. Aus Kassettenrekorder. Aufnahme gestoppt. Prima. Nimm Kassette. Nee. Prima. So, Tentakel, ich komme. Nee, da rein nicht. Ich überlege gerade, wofür der alte rostige Schlüssel nochmal ist. Weil ich meine, braucht man nicht zwingend. Eigentlich, um in das Verlies rein rauszukommen. Für irgendetwas war das gut. So, und dann die Leiter hier hoch. Hören wir das Lied noch mal an. Hallo? Okay. So, benutze Mono-Stereo-Anlage. Okay, mit Kassette. Ich bin so deprimiert. Warte mal gleich. Jetzt sagen wir ihn ein. Im echten Leben muss man es auf einstellen.
aber es heißt auf Play. Hey, das ist toll! Ich könnte dich in meiner Band gebrauchen. Aber mein Demoband ist nicht so gut. Ich kriege niemals einen Vertrag. Das ist schon wieder deprimiert. Auch wenn ich eine Band gründe. So, und jetzt wird da, glaube ich, eine Musikkassette raus. Ah, Demoband. Nimm Demoband. Jetzt weiß ich nur nicht, was man damit noch machen kann. Jetzt haben wir ein Demoband. Ja, okay. Vielleicht sind wir in seiner Gunst jetzt gestiegen. Ich weiß es nicht so genau, was man damit jetzt noch machen kann. Ich überlege jetzt gerade. Ich glaube, hier war die Edna drin und hier war der Ed drin. Genau, ich habe da eine Idee. Wir locken den mal wieder raus. Wie können wir ihn rauslocken? Ich brauche Dave. So, ich verstecke mich erstmal hier. Switche um mit F1 zu Dave. Und jetzt versuche ich mal ein bisschen zu tricksen. Soll ich klingeln? Oh, ich lasse mich verhaften. Genau. Ich habe da jetzt einen Plan. Ob der funktioniert, weiß ich nicht. Erstmal nach oben. Genau. Nützt alles nichts. Ich muss nach oben. Dann gehe ich gleich beim Ed, heißt der, ne? Genau, beim Ed ins Zimmer rein. Beziehungsweise Razor schicke ich da rein, sie lässt sich verhaften, dann switche ich um, gehe in sein Zimmer und klaue die Kreditkarte. Und das Meerschweinchen. Oder das Sparschweinchen kann man auch noch irgendwie aufknacken. Weil ich gerade, braucht man dafür noch einen Gegenstand. Da kann man halt so öffnen. Keine Ahnung, testen. Nach dem Motto, Versuch macht klug. Genau, die beiden Räume. Edna und ich meine, hier wäre Ed drin. Ach, hier sind auch noch Türen. So, und an dieser Stelle per Voice-Over, denn aus irgendwelchen Gründen habe ich den Ton abgestellt. Keine Ahnung, das ist mir eigentlich zu spät erst aufgefallen. Ja, ich betrete jetzt hier diesen Raum, öffne dann diesen Sarg. Genau, einfacher Befehl und dann schaue ich mir dann den Fernseher da an, versuche den noch irgendwie einzuschalten, das funktioniert aber nicht, dann sagt er glaube ich kein Empfang oder irgendwie so etwas sinngemäß, ich kriege nur Rauschen rein, ja, analoges Fernsehen damals, da war noch Rauschen und ja, überlege noch, ob man da nicht irgendwie etwas machen kann, ich hatte da irgendwie sowas in Erinnerung und ja, gehe dann weiter zum Kraftomat und ja, betätige dieses Gerät mit 2 Runden. Ja, einfach nur damit Dave genug Kraft hat und einmal das Gitter zu öffnen draußen vor der Haustür und das Garagentor. Dafür braucht Dave auch ordentlich Kraft und Power. Ja, deswegen muss man das Gerät dann dementsprechend benutzen. Ich weiß nicht, ob auch einmal reicht. Ich habe jetzt 2-mal gemacht. Nach Motto doppelt hält besser. Ja, dann macht er seine Übungen. Und dann hat Dave dementsprechend richtig Power und Muckis Name. Ich habe genug, antwortet er. Das war dann für mich ein Zeichen, okay, es reicht. Dann gehe ich den Gang weiter. Öffne die Tür. Ja. Befehl suchen. Draufklicken und dann einfach hinein. Ja, man sieht es immer wieder, gerade jetzt im Schnitt, wie ich da doch ein bisschen rumeier mit der Bedienung. Und dann macht natürlich eine vernünftige Maus, würde jetzt in dem Fall natürlich mehr Sinn ergeben. Ja, es kommt eine kleine gruselige Szene, ich warne euch schon mal vor. Ne, zuerst nehme ich einen Schwamm, genau.
Den brauchen wir auf jeden Fall, um irgendeine Flüssigkeit aufzunehmen. Und jetzt wird's gruselig. Ah, die Zähne, da hatte ich früher als Kind, na, aber als Kind, wie alt war ich da? Weiß ich nicht. 12, 13. Und da hatte ich mir irgendwie schon so ein bisschen vorgegruselt vor diese Mumie. Zumal die, meine ich, auch irgendwie, je nachdem, was man in Ägypten auch noch etwas spricht. Da habe ich aber in dem Fall nicht ausprobiert. Ja, und dann habe ich dann gemerkt, oh, hier fehlt noch der Wasserhahn, beziehungsweise der Griff. Genau, dann kann man nämlich die Dusche anmachen. Und genau, da sagt er mir, fehlt noch der Handgriff. Und da fiel es mir wieder ein. Ja, irgendwo war noch ein Handgriff. Klar, da wollte ich noch so ein bisschen was Spaßiges machen, Toilette noch ein bisschen benutzen und öffnen und ja, was man noch früher auch nicht mal alles so gemacht hat, ne? Das funktioniert natürlich nicht. Nutze Klodeckel, ja, das scheint nicht zu funktionieren. Da hatte ich mich verklickt. Klicke ich einmal drauf, benutze Toilette. Und dann kommt dann als Antwort, dafür wäre ich gerne allein. Was durchaus verständlich ist. Ja, und dann müsste ich den Raum eigentlich auch wieder verlassen. Da wollte ich die Spülung noch drücken oder irgendwie so etwas kann man da, glaube ich, auch noch machen. Noch so ein paar Faxen. Aber das Waschbecken kann man auch irgendwie auch noch einstellen. Ja, genau, Klodeckel mitnehmen geht nicht. Genau, ja. Und dann gehe ich wieder hinaus. Dann schaue ich mir noch das Poster an. Lese Poster. Miss Mumie 982 vor Christus, ja. Das hat die auch ganz witzig gemacht. Und das in einer oder anderen Stelle sind aber meine Menschen doch so ein paar witzige Sachen mit dabei. Hier geht die Organe wieder nicht aufnehmen. Beziehungsweise die überflüssigen Organe. Nochmal, hier geht. Und das müsste der Playboy-Kalender sein. Ob wir für Werbung bekommen haben. Mai 1972, Teds Todestag ist angekreuzt. Steht dann da. Gut. Ted ist wohl der, der da in der Badewanne da ist. Also wird er da schon 15, 16 Jahre lang dann da in der Badewanne sitzen. Ja, dann gehe ich in den nächsten Raum hinein. Und was war hier nochmal mit der Pflanze? Genau. Die fleischfressende Pflanze. Da ist auch mal überlegt, wie war das nochmal? Und dann fiel mir dann hinter ein, ah, irgendeine radioaktive Flüssigkeit muss ich da hineingeben, damit die wächst. Und ich dementsprechend da oben in die Luke reinkomme. Ja, und dann habe ich mir überlegt, wie man den Farbklecks da an der Wand bereinigt. Da habe ich mein Inventar nochmal geschaut. Und bin dann auf den Farbentferner gestoßen. Da ist er doch. Fast zu weit geklickt. Und siehe da, simsalabim. Ja, die richtigen Sätze zusammenbilden. Und auch richtig treffen. Ah, und da wäre eine Tür. Ja, was macht man dann? Öffnet die Tür und geht dann dementsprechend hinein. Ja, es ist dunkel. Was macht man dagegen? Man macht die Lampe an. Ja, da muss man auch vernünftig die Lampe anklicken im Dunkeln. Gar nicht so einfach. Ja, dann schaue ich mir den Raum so an und dann fiel mir ein, ah ja, hier mit der, genau, mit dem vernagelten Fenster, da war früher immer mein Ansatz gewesen, ach, die Kettensäge muss da ran, ist doch logisch, ne? Aber keine Chance, dass, da kann man nichts machen, zumindest ist mir da nichts bewusst, dass man da das vernagelte Fenster öffnen kann. Ja, und dann habe ich mir den Raum noch weiter angeschaut und habe dann festgestellt, ah, die Leitung muss man reparieren. Um die Leitung zu reparieren, brauche ich mal Werkzeug. Ja, und dann muss der Strom noch abgestellt werden und solche Scherze. Also gehen wir wieder raus, weil zu dem Zeitpunkt hatte ich, meine ich, noch kein Werkzeug. Nee, hatte ich noch nicht. Definitiv nicht. Ja, und dann gehe ich wieder raus und da wäre der Ton dann auch wieder da.
So, ich sehe gerade, ich hatte gar nicht den Ton eingestellt. Habt ihr praktisch nur das Spiel gesehen und nicht mich gehört? Okay. So, jetzt gehe ich erstmal nach draußen und öffne das Gitter, das könnte ich schon mal vorbereiten. Genau, denn Dave ist jetzt stark genug, um das Gitter zu öffnen. Sehr einfach. Ja, was ein bisschen Training ausmacht. Genau, und jetzt gehe ich zur Garage. Boah, jetzt gehen wir den ganz langen Weg hier wieder entlang. An dem kleinen Tisch vorbei. Die Kerzen habe ich auch mal probiert anzumachen, aber das funktioniert auch nicht. So, jetzt hoffe ich mal, dass ich einen passenden Schlüssel habe. Benutze. Silbernen Schlüssel. Fangen wir mit dem mal an. Mit Tür. Ah, prima. Genau, und was war hier nochmal? War nicht jetzt hier? Der Pool, genau. Da muss ich das Wasser aber erst ablassen. Öffne Tor. Genau, und das nächste Tor kann ich auch erst öffnen, nachdem ich trainiert habe. Was haben wir denn hier? Das ist auch ein Gegenstand, den ich brauche. Wasserhahn, genau. Jetzt können wir gleich eine Runde duschen gehen. Leseschild. Hier ist schon da auch irgendwas Wichtiges drauf, meine ich. Tentakel an Bord. Okay, nicht wichtig, aber witzig. Benutze. Schlüsselcard. Habe ich nicht noch irgendwo einen Schlüssel? Silbernen Schlüssel. In Kofferraum. Klappt nicht. Nehmen wir den nächsten Schlüssel. Na, gar nicht so einfach, die Wörter zu treffen. Benutze Kofferraum mit witzige Sätze, die man hier bilden kann. Gelber Schlüssel. Gelber Schlüssel? Egal, mal testen. Jo, prima. Genau, hier ist das Werkzeug drin. Ah, jetzt hätte ich eine Idee. Die Kabel reparieren. Oder ich bin ja gerade hier. Einmal Wasser abstellen. Und in den Pool hinein. Genau, das mache ich. Ich positioniere mich jetzt hier schon mal. Ich komme... Ich will doch nicht nass werden, ja. Du bist ja mal eine Zicke. Gut, wen nehmen wir jetzt? Einmal ins Verlies hinein. Soll sie
Ja, sie könnte eigentlich rausgehen. Genau, und Razer hat ja den Schlüssel und das Demoband. Ja, ich würde sagen, sie öffnet erstmal das Türchen. Genau, und sie stellt das Wasser ab. Ja, so machen wir das. So machen wir das. Und wir haben immer noch 3 Uhr. So, und dann hinein mit dir. Mal durchs Gitter. Achso, hier war das, ne? Wasserhaupthahn. Gut, schließe Wasserhaupthahn. Irgendwie passiert doch nichts, ne? Öffne. Wasser muss ja abfließen, ne? Vielleicht öffne. Wasserhaupthahn. Jetzt nochmal zu Dave. Hat sie irgendwas getan? Ah, ja. Jetzt schnell hinein. Was man jetzt auch machen kann, theoretisch. Man kann jetzt umswitchen wieder und das Wasser wieder füllen, aber das wäre doch nicht so schön. Das Pool ist schon wieder leer. Und wieder einmal schmilzt mein Reaktor. Wie soll ich denn die Welt übernehmen? Wenn ich mit jedem Pfennig rechnen muss. Immer versagt meine primitive Ausrüstung. Punkt. Junge, der Meteor wird sauer sein. Tentakel stillgestanden. Jawohl, Sir. Dr. Fred, Sir. Popo Tentakel zur Verfügung, Sir. Schnell untersucht den Reaktor. Jawohl, Sir. Gut. Schnell die Gegenstände hier aufnehmen. Nimm Radio. Nimm leuchtenden Schlüssel. Nimm. Viel zu schwer. Okay, okay. Ist niemand hier? Oh, nö, nicht das Licht ausmachen. Dann sehe ich ja gleich nichts. Ja, ich würde sagen, schnell wieder hoch. Thank you.
So, jetzt muss ich erstmal wieder überlegen, wie ich jetzt weiter verfahre. Genau, Wendy kann erstmal jetzt hier raus. Ach, sie hat das Manuskript. Okay, dann gehe ich nochmal nach oben, bearbeite das Manuskript an der Schreibmaschine und dann könnte ich nochmal ins Zimmer reingehen und die restlichen Münzen klauen. Ja, und dann schauen wir einfach mal weiter. Das heißt, jetzt wird wieder eine Runde gelaufen. Vielleicht mache ich einen kleinen Schnitt rein, weil bis beide Personen oben sind in diesem Funkraum, wird es eine Weile dauern. Dann braucht ihr euch das nicht anzuschauen, wie ich so nach oben watsche. Man kann auch beide Personen gleichzeitig steuern. Über die F-Tasten kein Problem. Dann geht es vielleicht etwas schneller und etwas ruckliger. So, ich bin oben angekommen und dann würde ich sagen, gehe ich jetzt mal mit der Wendy einmal kurz raus. Und dann gehen wir zum Ed nochmal ins Zimmer und lassen uns verhaften. Ah, warte mal, stopp. Vorher werde ich jetzt ein Manuskript einmal bearbeiten. Ich glaube, hier war doch die Schreibmaschine, ne? Und jetzt sage ich einfach, benutze, benutze, benutze. Nicht Briefmarke, sondern Manuskript in Schreibmaschine. Tipp, tipp, tipp. Ah, schon viel besser. Ja, okay. Kann man das Ding auch lesen? Lese Manuskript. Das ist ein fantastisches Buch. Ja klar, hast du ja auch zum Großteil geschrieben. Denn die ganze Welt sollte es lesen können. Jawohl. Kann man jetzt eigentlich die Briefmarke auf dem Manuskript machen? Benutze Manuskript in Briefmarke. Sie klebt nicht. Ja, okay. Irgendwas kann man, meine ich, mit der Briefmarke auch machen. Gut, das Manuskript ist schon mal bearbeitet. Dann hat ihr den Job auch erfüllt. Jetzt kommt noch mal einer ihrer besten Jobs, sich verhaften zu lassen. Wohl bei ihr könnte man, glaube ich, auch reingehen und das Parfüm klauen. Braucht man das? Weiß ich gar nicht. Wir machen erstmal ein Ad hier fertig. So. Warten wir darauf, dass wir verhaftet sind. Was machst du in meinem Haus? Bist du ein Agent des bösen Meteors? Nein, bin ich doch nicht. Oder bist du hier, um mir zu helfen? Ja klar. Du verstehst es nur nicht. Du redest nicht wie? Nun, dann geht's runter in das Verlies. Könnt ihr auch mal ein paar neue Sätze einfallen lassen, Herr Kollege Ed. So, und jetzt schnell. Dumm, dass du nicht auf meiner Seite bist. So. Und jetzt schnell hinein. Pflanze. Tür. Und die nächsten Münzen klauen. Und die nächsten Münzen klauen. Nimm. Münze. Nimmt er die nicht? Nimm Münze. Nimm. Ah, der ist ja schon da. Münze. Nicht Sparschwein. Ah! Ich treffe die Münze nicht. Ist ja noch eine Münze drin, noch nicht?
trifft die Münze einfach nicht. Okay, ich weiß, ich überlege gerade, ob ich alle Münzen brauche oder nicht. Zumindest habe ich jetzt erstmal welche. Und ich versuche das mal. Ich weiß ja noch, wo eine Münze ist. Okay. Das mache ich jetzt. Ja, ich nutze jetzt hier die Gelegenheit und setze mal einen Save Point. Ja, und dann würde ich sagen, sehen wir uns im nächsten Teil wieder. Bis dann. Glück auf.